Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Adam Wilczek von MechTU und heute zeige ich euch in dem Video, wie man Ventilschaftdichtung tauscht an einen Golf 4 AKQ-Motor. Der APE- und AHW-Motor ist identisch. Wie man da die Ventilschaftdichtung tauscht, ohne den Zylinderkopf abzunehmen. Ihr braucht einen Kompressor, ein paar kleine Werkzeuge, tue ich euch alle unten in die Infobox, falls den ein oder anderen interessiert. Beim AKQ-Motor ist es schon ein bisschen aufwendig, diese Aktion zu machen. Ja, wieso habe ich das dann überhaupt mir auf mich genommen? Ich habe ja die Abstützelemente oder Ausgleichselemente getauscht und eigentlich der ursprüngliche Grund ist gewesen, bei mir lief Öl in den Zündkerzenschacht. Ja, und dann habe ich das Ganze offen gehabt und dann habe ich mir gedacht, also komm, die 36 Euro, was die Ventilschaftdichtung kosten, die kann man auch noch investieren. Und man sieht ja, ich blende es euch mal einfach einmal ein Bild, dass man den Unterschied sieht, wie sehr diese Ventilschaftdichtungen geweitet sind im Vergleich zu den neuen. Schaut es euch mal kurz an. Ja, wie ihr gesehen habt, diese Ventilschaftdichtungen sind sehr verbraucht, sind sehr geweitet. Und wenn man schon vorhat, den Zylinderkopfdeckel zu öffnen, weil in meinem Fall habe ich das Rückschlagventil nachgerüstet, die Ausgleichselemente getauscht und dann habe ich mir gedacht, komm, das mach ich mit, weil es lohnt sich einfach. Ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und schaut es euch einfach an. Wir lösen uns mal die Zündkerzen. Mir ist leider das Gummi aus dem 16er rausgefallen. Normalerweise ist hier Gummi im Zündkerzenstecker. In meinem Fall ist es rausgefallen, deswegen ja, müssen wir mit dem Magneten arbeiten. Aber das ist auch nicht so weit schlimm. Müssen wir noch ein bisschen aufpassen, der ist recht stark. Und wir können uns mal das Zündkerzenbild anschauen. Sehen alle sehr verrußt aus. Und feucht. Gut, das kann jetzt durchs Öffnen des Ganzen passiert sein. Sind alle verrußt. Der Motor läuft zu fett. Ja, oder verbrennt Öl. Das ist wichtig an der Stelle. Durchgehend so ein Bild habt, dann ist eigentlich fast sicher, dass es verrußt ist. Mein Problem ist, ich konnte den Motor jetzt nicht längere Zeit laufen lassen. Ich drehe einfach diese Abstützelemente nach oben. Und nicht rausziehen, das würde ich euch nicht empfehlen, wenn es möglich ist. Diese Abstützelemente nicht rausziehen, denn, ja, hat folgende Ursache, wenn ihr sie rauszieht, besteht die Gefahr, dass ihr Dreck reinbringt. So ist das System geschlossen und selbst wenn ihr Dreck reinbringt, fällt dieser Dreck nicht in die Ölleitung. Außer natürlich an der Stelle, da ist es möglich, dass Dreck reinfällt, genauso wie hier oder da, ja. Für diese Arbeit habe ich jetzt alle Ölkanäle, die nach irgendwie mit Schmutz verschmutzt werden könnten, abgeschlossen, ja. An der Stelle verwende ich so ein Spielzeug. Ich habe mir das schon vor ein paar Jahren gekauft, habe das schon mehrmals im Einsatz gehabt. Das ist ein Kompressionsdruckverlusttester. Der hat die Möglichkeit, per Luftdruck angeschlossen zu werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier verarbeitet bekommen. Ich vermute, wir werden so nach außen arbeiten müssen. Das sehen wir aber gleich, ja. Also, das ist jetzt alles erstmal nur experimenteller Aufbau. So, jetzt gucken wir mal, justieren wir uns das Ganze mal so, wie wir das vielleicht arbeiten könnten. Vielleicht so, ist eine Option. Ja, da muss man schauen, dass das einigermaßen gerade ausgerichtet ist. So, jetzt das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass die Keile, die hier drin sind, fest sind. Und das heißt, jetzt mache ich Folgendes, ich gehe jetzt hier einfach so. Das reicht eigentlich schon, um die Keile zu lösen für gewöhnlich. So. Ich habe glücklicherweise beide rausbekommen. Vorsichtig ablegen.
ich habe hier so eine Zange. Das ist jetzt nicht das Optimum. Wichtig ist, nicht den Ventilschaft berühren. Ja? Also den auf keinen Fall. Als Trick fassen, drehen, ja, und ziehen. So. So, damit ist die Ventilschaftdichtung draußen. Das ist eine neue Dichtung. Ich habe die auch von Elring. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja, aber da sieht man deutlich den Unterschied. Jetzt muss ich nur schauen, nicht, dass die mir die falschen geliefert haben. Wichtig ist, das Ganze zu ölen. Ja, wir stecken die neue Dichtung drauf. Vorsichtig. So. Und jetzt ist es wichtig, die drauf zu stecken. Gleichmäßig sollte die Dichtung sitzen. Ja. Hier ist die Höhle des Löwen, sagt man dazu, glaube ich, unter dieser Zylinderkopfschraube. Ja, da sollte euch nichts reinfallen. Und da seht ihr es, glaube ich, das Ventil, ich hoffe, man sieht, ist bis unten angepresst. Und falls es nicht der Fall ist, nochmal nachpressen. Ansonsten habt ihr echte Probleme später. Denn dann löst sich das Ganze, also sprich, dann kann die Ventilschaftsichtung sich leicht lösen. Und es dringt halt das Öl runter in den Verbrennungstrakt oder Verbrennungstrakt in dem Fall in den Abgaskrümmer. Dann verkorkt euer Ventilschaft und schon nach kürzester Zeit reißt euch vielleicht das Ventil ab. Das sieht sehr gut aus. Und zurück das Ganze. Ich zeige euch jetzt mal eine andere Methode, die ich jetzt die letzten Ventile gemacht habe. Die funktioniert auch ganz gut, aber ist ein bisschen gefährlicher, ja. So, ich hoffe, ihr seht da was. So, und jetzt kommt die heikelste Arbeit. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Mit einem Schraubenzieher, Jungs, mit einem Schraubenzieher. Und jetzt macht ihr einfach vorsichtig. Müsst ihr Geduld üben und wirklich schön langsam versuchen, das Ganze ein bisschen auszuhebeln, dass es sich löst, ja. Es dauert echt lange, also nehmt euch da ruhig Zeit. So, wir setzen uns natürlich die Ventilschaftdichtung wieder auf, vorsichtig. Schön vorsichtig. Wichtig ist natürlich, dass hier außen diese Feder komplett gespannt ist und nicht beschädigt. Ich mache das jetzt so, ich tue jetzt einfach von außen vorsichtig hier, ja, greifen mit der Zange und schiebe das Ganze drauf. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert bis jetzt. So, und Kontrolle wirklich, ob das Ding komplett drauf ist. Wenn die Feder an Ort und Stelle ist, können wir das Ganze wieder spannen. Ich habe mir jetzt hier eine Verlängerung gebaut für meinen Hebel, dann geht es auch viel einfacher.
So, der sitzt schon an Ort und Stelle. Jetzt müssen wir noch den anderen einfädeln. Gut. Mit so einer einfachen Verlängerung, zwei M6er Schrauben und hier so eine Stange geht es eigentlich danach sehr gut. Also 2-3 Stunden dauert die Aktion. Ist eine heikle Sache, aber wenn ihr das Ding offen habt, tauscht es unbedingt mit, meine Empfehlung. Und benutzt besseres Werkzeug, dann habt ihr für lange Zeit wieder Ruhe. Man hat ja gesehen in dem Bild, die Weitung des Ventilschafts ist richtig, richtig groß geworden. Was ich noch erzählen will zum Ölverbrauch, ich weiß nicht, wie viel das bringt jetzt im Moment, weil das war ja der Tauschmotor. Ich habe jetzt bisher nur 100 Kilometer, ja, 100, 120 Kilometer bin ich mit dem Golf gefahren, also das ist kein repräsentativer Wert. Erst so nach 1000 Kilometern kann ich sehen, wie viel Ölverbrauch wirklich der Golf hat. Und aber ich kann aber nicht sagen, wie viel war es vorher, weil der Motor wurde ja getauscht. Also wenn ihr wirklich den Ventilkopfdeckel offen habt, tauscht das gleich mit, dann habt ihr einfach wieder für lange Zeit Friede. Das mit den Schraubenzieheraktionen, ja, das müssen wir gar nicht drüber reden, Schrott, ja, ist gar nicht so toll. Ich hätte mir ein besseres Werkzeug an der Stelle gewünscht. Eigentlich, die Ursache ist so, ja, wie es dazu gekommen ist. Bisher bin ich mit dieser Zange eigentlich immer klar gekommen und die hat jede Ventilschaftdichtung ohne Probleme abgezogen. Das war das erste Mal, wo es nicht ging und ich war ein bisschen überrascht. Und dann hat es wieder 3-4 Tage gedauert, bis der Golf fertig wäre. Und ja, da hatte ich einfach nicht die Zeit und deswegen habe ich es einfach mit diesem Schraubenzieher gemacht. Aber für die nächste Reparatur würde ich mir einfach ein ordentliches Werkzeug holen und falls eine nächste Reparatur ansteht und das Werkzeug was taugt, tue ich es euch unten in die Infobox oder unter der Infobox anpinnen, was für ein Werkzeug ich da empfehlen würde. Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich so alles. Genau, zum Zusammenschrauben. Ich habe eine ganze Playlist Golf 4 hier beim Ausrufezeichen, eins der ersten Videos, Golf 4 Projekt oder so. Schaut euch das mal an. Dort könnt ihr dann schauen, wie man wieder den Zahnriemen aufsetzt und spannt und den Ventilkopfdeckel draufschraubt. Da gibt es ein Video dazu und zwar... Da habe ich die Ausgleichselemente getauscht, Abstützelemente. Schaut euch einfach das Video an, da macht ihr dann den Ventilkopfdeckel drauf und danach noch das Zahnriemen-Video. Da seht ihr dann, wie man den Zahnriemen spannt und drauf macht und alles zusammenkriegt. Das sollte dann eigentlich jeder hinkriegen. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren, falls euch natürlich gefallen hat das Video. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich bin Adam Wilczek von MechTU und ich würde sagen, bis dann.